Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der G6-Schicht, wenn man es so nennen will. Wir fahren alle Aufträge, die zu funktionieren, der G6. Denn in der letzten Folge hatten wir ja auch einen Auftrag, wo leider der Zug jedes Mal entgleist ist. Deswegen mussten wir den Auftrag in der Mitte abbrechen und haben dann fortsetzen müssen. Schade eigentlich, sonst hätte ich gerne das Ganze in einer Reihe durchgespielt. So, wir sind aber danach weitergefahren und haben uns auf den Weg gemacht nach Wuppertal-Langerfeld zum großen Container-Terminal. Und hier haben wir letztes Mal aufgehört, weil ich eine Zwangse gehabt habe. Habe ich also gedacht, ich fange die neuen Folge direkt mit einem Zwangse an. Das fand ich ein ganz schöner Anfang, passt zu meinem Kanal. Und deswegen machen wir uns jetzt weiter auf den Weg Richtung Wuppertal-Langerfeld und werden dann da im Container-Terminal ein bisschen rangieren. Jetzt müssen wir die Zwangse lösen, die ist schon relativ gut gelöst und können dann Leistung eigentlich auch wieder aufschalten. Und fahren jetzt wieder in Richtung, ja, Wuppertal. Wir sind hier in diesen Felsformationen gerade unterwegs. Ich finde diese, ist auch cool gemacht mit dem Gitter, was davor hängt. Ist natürlich so ein Steinschlagschutz. Das macht eigentlich das, die Bremse die ganze Zeit so ein Geräusch. Ich halte es auch wieder auf. Ne, irgendwie dieses hörst du das die ganze Zeit? Jetzt. Da ist es wieder, okay. Ja gut, dann lassen wir es drin. Ich weiß nicht genau, warum dieses... Es wird doch langsamer, ne? Ja. Interessante Geräusche. Ich gehe aber davon aus, dass die korrekt sind. Bei dieser Lok. Dass es die wirklich so gibt. Aber interessant, dass die immer langsamer wird. Dieses Bremsen. Keine Ahnung, was es ist. So, es geht 2,6% bergab. Jetzt müssen wir natürlich voll aufpassen, weil wir dürfen jetzt hier leider auch nicht mehr so schneller. Wir müssen jetzt erstmal nicht mehr schneller als 45 km/h fahren. Schade eigentlich. Ich hätte hier gerne runtergebrezelt. Aber das habe ich mir durch meine Zwangse versaut. Das kann man nicht anders sagen. Hier liegt zwar eigentlich kein Magnet bei dem. Aber ich bin trotzdem vorsichtig. So, nein, bremsen. Oh, da können wir die nächste Zwangse wetten. Da können wir die nächste Zwangse. Ja, komm. Halte, bremsen, anlegen. Ja, du kriegst diesen Zug nicht runter. Oh, diese Bremsen sind aber auch sind nichts für mich, für den Spontanen, der sich spontan zum Bremsen entscheidet. Gut, okay. Bremsen Nummer 2. Ich habe es kommen sehen, dachte dann, ja gut, jetzt kriegst du nicht mehr runter. Also, es wurde in den vorhin in den Interviews und die da so gemacht haben, wo die Lok beworben wurde, wurde immer gesagt, man muss mit dieser Lok wirklich vorausschauend fahren. Und das ist nicht meine Stärke, wie ich man gerade mal wieder vorstellt. So, hat sich hier alles wieder gelöst? Ach nein, ich Notbremse, ich wollte lösen. War ich wieder an der falschen Seite, die Bremse drin. So. Dürfen wir dann gleich wieder. Ich hoffe doch. Ne, noch nicht. Also ein bisschen Raucher noch. Jetzt löst sich die Bremse wieder. Sehr gut. Luft ist wieder voll. Dann fahren wir so langsam wieder los. Vielleicht mal diesmal nicht so viel Leistung direkt aufschalten. Eigentlich können wir fast den Berg runter rollen. Bei 2, guck mal. Das musst du von Schein. Guck mal, wie schnell der beschleunigt hier den Berg runter. Ich mach nichts. Leistung ist aus. So. Wir halten mal ein bisschen mit der Bremse dagegen. Wir sind aber zum Glück nicht mehr im Wechselblinken. Und 50 dürfen wir gleich. Okay. Aber trotzdem ein bisschen dynamische Bremse anziehen und halten, um einfach gegenzusteuern, dass wir hier immer schneller werden. Wie viel soll ich denn noch dagegen steuern? Aber krass, guck mal. Keine Chance. Wir müssen mit der Zugbremse ein bisschen mithelfen. Gut, die Zug. Ach ja, die Zug. Wir sollen ja eh mit der Zugbremse bremsen bei Zügen.
Da habe ich nicht dran gedacht. Warum bremse ich die ganze Zeit mit der hydrodynamischen Bremse? Weil ich doof bin. Weil ich seit 5 Folgen dieses, oder wie viele Folgen auch immer, den hintereinander weg aufnehme, den Zug, und immer noch zu blöd bin, ihn zu bedienen. Ja, meine Unfähigkeit ist genial. So, 50, ne? Hier mit rüber. Ja. Und da ist das Ende der Oberleitung. Interessiert uns ehrlich gesagt eher weniger. Ach, wir fahren aber hier noch weiter. Ich dachte, wir fahren jetzt hier rechts raus. Ein bisschen Leistung noch dazu. Der klingt fast wie eine Dampflok hier. Die ganzen Bremsen, die alle. Wahrscheinlich, weil ich ihn so kaputt fahre, aber... Interessante Geräusche hier in der Lok, finde ich wirklich. Klingt wie so ein bisschen wie eine Dampflok, hätte ich fast gesagt. Dann. Warum kriegen wir eigentlich das Siefer aktiviert da nicht wieder weg? Es bleibt da irgendwie, steht ja jetzt die ganze Zeit. Naja, gut, ist auch nicht so gut. 1,3 Kilometer noch bis. Nee, bis zum 60. Dann Wuppertal brauchen wir noch 2,7. Wir fahren jetzt, glaube ich, auch auf dem. Nee, ich wollte gerade sagen, wir fahren gar nicht auf dem S-Bahn-Teil. Wir fahren auf dem. Schon auf dem Regionalteil, aber ein Teil, den wir sonst nicht fahren. Oder? Die S-Bahn-Gleise müssen ganz links liegen, glaube ich. Ich meine doch. Ne, genau, links sind die beiden S-Bahn-Gleise und wir fahren schon auf dem richtigen Gleis, genau. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht nochmal drauf. Die sind ein bisschen kurz, die ganzen Teile hier, diese Strecken. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man da nochmal was machen zwischendurch. Weiß ich nicht. So. Na gut, wir fahren jetzt rechts auf dem Gleis. Das nutzt man, glaube ich, normalerweise sonst auch nicht. Wir fahren jetzt auf den ganz rechten Gleis. Normalerweise fahren hier die zwei werden von der Regionalexpress benutzt und ganz links die beiden werden von der S-Bahn benutzt. Und wir nähern uns Wuppertal. Das müsste schon alles Wuppertal sein, oder? Ja, ich glaube. Sehr schön. Wuppertal ist ja auch so eine unheimlich lang gezogene Stadt. Einmal an der Wupper entlang. Deswegen zieht sich die Stadt wirklich in die Länge. Die Schwebebahn sehen wir, glaube ich, nicht. Also ich glaube, die Schwebebahn fängt erstmal deutlich hinten an. Aber das hier ist eine schöne Industrieanlage. Können wir da nicht auch reinfahren irgendwie? Also mit Zug? 60 ist gleich. Ich wollte mich in die Notbremse, ja. Rutscht man auch sehr schnell rein mit dem Zug leider. So. Bisschen Bremse dazu. Ich will das mal von außen sehen hier. Sehr schön. Wie schnell sind wir? 553. Dann lassen wir wieder auf. Es geht 1,6% bergab. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir sind sehr aufpassen. Warum bremse ich schon wieder mit der hydrodynamischen? Ach, schon wieder. Ey, man rutscht so schnell in diese blöde Notbremse rein mit dem Zug. Und jetzt wieder eine Zwangsanlage. Ja, wir kriegen ein rotes Signal. Ich wollte gerade sagen. Jetzt wollte ich gerade die Notbremse wieder lösen. Ist so semi-erfolgreich das Fahren mit dem Zug, ne? Es ist aber auch. Lavan der Rangierprofi folgen sind aber auch bei mir immer glorreich. Da wollte ich immer nur wissen. Ich liebe es. Es ist echt das völlige Chaos. Mit Zügen umgekippt. Gut, dafür kann ich nichts. Das war das Spiel. Aber das trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass es weniger Chaos wird. So, um 300 Meter müssen wir noch. Dann dürfen wir, glaube ich, diesen Zug auseinanderregulieren, denke ich mal. Auch sehr schön. So, Leistung erhöhen.
glaube, hier müssen wir zum Glück auch keine Weichen stellen. Ich glaube, Container Terminal auf keinen Fall. So, dann freue ich mich gleich schon, ein paar Containerwagen zu rangieren. Da vorne müssen wir uns hinstellen. Wir schalten jetzt auch mal wieder die Markierung ein. Jo. Und dann wählen wir gleich mal den Rangiergang. Ich denke sogar dran. Jetzt denke ich wirklich dran, den Rangiergang mal einzustellen bei der Lok. Dass wir die Rangier nochmal im Rangiergang fahren und nicht in meinem Ferngang. Das hilft ja, glaube ich, schon mal. Also Lernkurve 1. Erster Schritt, check. Ich habe dran gedacht, oder werde auch dran denken, gleich den Rangiergang einzuschalten. Schön hier den Containerzug auseinandernehmen. Das ist gleich unsere Aufgabe. So. Leider bewegt sich ja oben die Brücke nicht. Das wäre auch schön. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie so ein Güterszenario, wo dann nochmal ein großer Container Terminal reinkommt. Vielleicht am besten irgendwie Hamburg oder so, dass man dann wirklich hier die fetten Züge da auch rangieren muss tatsächlich und die ganze Zeit da wirklich die Container runternehmen und wieder draufstellen. Oh, das wäre so genial. Das wäre so genial. So, wir müssen die Wagen abkuppeln, den Helm aufsetzen dafür. Habe ich schon. Wir machen es jetzt diesmal ganz korrekt. Helm aufsetzen, Lok auf. Rangiergang. Bremse anziehen. Und dann hier einmal abkuppeln, einmal hier hochsteigen. Abkuppeln. Sehr gut. Dann vorne raus. Bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt wieder vorne raus müssen. Und dann halten wir jetzt am Ort vorne. 700 Meter aber rausfahren. Ganz schöne Ecke. Bremse lösen. Ach ja, weil die Bremse noch nicht gelöst ist. Jetzt. Langsam wieder Leistung aufschalten. Jetzt beschleunigt er, glaube ich, nicht mehr so stark. Oder bilde ich mir das nur ein? Angeblich dürfen wir jetzt sogar noch 40. Aber gut. Sollte dann gleich auch vorbei sein, weil gleich rangieren wir wieder. So. Danach sollte das Szenario dann auch abgeschlossen sein. Ich richte mich eh nicht auf das Szenario enden. Wir fahren alles hintereinander weg. Das gefällt mir ja so, alles ineinander wegzufahren. Das ist bei den 363ern meistens nicht möglich, weil die immer so ewig lang noch Pause zwischendurch haben. Noch, dann halten die da mal eine Stunde und warten, bevor sie dann wieder einen neuen Auftrag bekommen. Und bei der hat man halt immer wieder einen neuen Auftrag hinterher. Das finde ich super. Wie spät haben wir es? 9:47 Uhr. Wie lange sind wir jetzt schon in-game am Arbeiten? Ich glaube, wir haben angefangen um 8 Uhr. 2 Stunden gerade mal. Nicht viel. Ich glaube, wir sind in Folge 5, müssten wir jetzt sein. Ja. Vielleicht auch schon 2,5 Stunden oder so. So. 300 Meter. Jetzt stehen wir über den anderen Gleisen, glaube ich, oder? Ne, das sind das? Ne, das sind doch. Wir sind doch jetzt über den anderen Gleisen. Genau, hier unten geht jetzt die S-Bahn und so durch. Dran denken, dass wir lange brauchen, bis der hier die Bremse aktiviert. Bisschen früh jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das war ein bisschen Vierbremsung. Mal ein bisschen gucken.
So. Zack. Dann rückwärts. Wieder ran, genau. Aus. Rückwärtsgang rein, bremsen, lösen, haben wir. Dann wieder rückwärts. Weichen sind ja zum Glück hier alle automatisch. Und dann setzen wir zurück und ich glaube, dann weiß ich gar nicht, ob wir dann direkt den nächsten, dann müssen wir glaube ich einen Containerzug rangieren, bin mir ziemlich sicher. Die Wagen stehen da so verdächtig, die müssen wir gleich rangieren. Aber ist auch cool. Gefällt mir auch sehr gut. Und mal gucken, in wie viele Teile wir die dann aufteilen müssen. Ja, Siefer. In wie viele Teile wir die Rangier- oder die Güterzüge dann, den Güterzug dann aufteilen müssen. Ich weiß gar nicht, ob dann, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann eine Lok kommt, die abholt. Das liebe ich ja an dem Vossig Nord Fahrplan, dass da tatsächlich dann auch eine Lok kommt und die Güterzüge abholt. Und dass das alles so miteinander kombiniert ist. Da müssen wir eigentlich auch mal machen. Aber Rosig Nord warte ich ein bisschen auf das Update, was kommt. Dass die Preserve Collection Crew da einmal rüber geht. Perfekt. Und dann geht's für uns direkt weiter. Und sogar eine Goldmedaille bekommen. Weil für uns geht's jetzt direkt weiter. Wieder vorwärts. Ja, gut, sehr gut. Nein, aus. Vorwärts. Wir rollen, glaube ich, nach hinten. Ich will nicht gegen die Prellbock rollen, ehrlich gesagt. Leistung erhöhen. Oh, nein, stopp. Dürfen wir da durch? Hallo? Warum kriege ich hier? Ich vermute, dass wir da nicht durch dürfen. Lass mich durch. Müssen wir noch einen kleinen Moment noch warten. Kommt hier noch ein Güterzug rein? Das kann sein, ob der noch ein Güterzug gleich rein oder rausfährt. Wäre natürlich cool. Wollen wir mal ein bisschen in der Zeit. Ich. Jetzt grün, okay. Ich wollte gerade sagen, wollen wir ein bisschen in der Zeit drum gucken. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance, dass wir irgendwie, wenn der Auftrag zu Ende ist, nochmal so ein paar Minütchen haben und uns dann den Güterbahnhof mal ein bisschen genauer angucken können. Hämmern wir auf, genau. Dann lösen. Hier auch lösen. Und dann wieder vorwärts raus. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Passt. Das Signal für uns? Ne, das ist für links. Stimmt, hätte man dann auch gesehen. Ich war mir gerade unsicher vor dem falschen Bild, wo wir jetzt genau lang fahren. Ist für das gleich daneben. Und ein Stückchen nach vorne, ja, Siefer. Dann nehmen wir die Container, den Containerzug auseinander. Da stehen ja sogar drei Container. Oh, ein bisschen schneller hier. Bleiben wir wieder am Rasen. Elfmeter akzeptiert er nicht. Nee, ein bisschen zu früh immer. Das sollte passen. Dann rückwärts.
oder? Ja, rückwärts. Ja. Da hinten, genau. 1,2 Kilometer sogar. Dann haben wir hier aus, rückwärts. Haben wir den Rangier eigentlich an? Haben wir die irgendwie noch vorne an? Genau, das müssen wir noch umstellen auf Rangieren. Rangieren, genau. So, Bremse gelöst und dann wieder rückwärts. Ne, ich wollte nicht bremsen. Gut. Jetzt wieder raus. Alles grün an Signalen, sehr gut. Unten gerade ein Zug, der durchfährt? Leider nicht. Wäre schön gewesen, wenn jetzt hier unten so ein Zug durchdonnern würde in der Zeit, wo wir hier rangieren. Aber leider nicht. Jetzt ist auch wieder 25 für uns. Jetzt sind wir eindeutig wieder am Rangieren. Vorher eigentlich auch, aber... Das ist auch cool, dass sie das gemacht haben, dass die 25 automatisch immer sind bei den Rangieraufgaben, dass du dann automatisch wieder 25 km/h drin hast. Das finde ich schon ganz cool gemacht. Jetzt geht es einmal hier unter der Brücke durch. Zwischen den Containerwagen her. Rechts und links sitzt von uns Containerwagen. Glaube ich gleich. Ja. Sehr schön. Einmal durch die Gasse. Der Containerwagen. Und dann stellen wir, ich weiß nicht, vielleicht stellen wir auch alle drei zusammen. Also, dass wir so die auseinanderziehen und dann die drei Containerwagen jemals aufteilen. Oder Containerzüge. Wenn man so will. Zack. Ja. Ganz schick hier. Hier bin ich auch noch nie gewesen, so wirklich. Also, das ist auch was ganz Neues. Also, ich wusste, dass hier das Container-Terminal hier ist, aber so rumgefahren bin ich hier noch nie. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Güterzug gefahren bin auf der Strecke mit euch zusammen. Also, für mich glaube ich schon mal, aber mit euch zusammen weiß ich gar nicht. Das kann gut sein. Aber ich glaube dann noch zu TSW-1-Zeiten. So, 400 Meter noch. Ich bin mal gespannt, welchen Zug fehlt. Ich glaube, den rechten nehmen wir jetzt hier auseinander. Der ist so lang. Ich glaube hier. Wo sind eigentlich unsere leeren Wagen? Die müssen doch hier vorne irgendwo stehen. Ja, da stehen sie. Ja. Dann. 300 Meter. Gut, wir haben ein bisschen mehr als 100 Meter zum roten Signal. Fast 6. Jo. Dann wieder Gegenrichtung. Also ein bisschen smoother noch. Warum sage ich das? Das ist doch jetzt wieder so. Oh, jetzt räumen wir da hinten weg. Wir rollen, glaube ich, weg, ja. Was ich sagen wollte, jetzt erzähle ich schon wieder. Ach, läuft ja jetzt besser. Das ist nicht gut. Niemals sagen, dass es gut läuft. Das ist, also, vielleicht ist es Aberglaube bei mir, aber ich habe das Gefühl, da brauche ich nur noch Mist. Wenn ich dann sage, ach, läuft da gar nicht so schlecht, dann fliegen wir gleich wieder mit dem Zug durch die Gegend oder irgendwie sowas. Oder ich knalle mit 30 km/h in so einen, in den nächsten Containerwagen rein oder so. So, dann vorwärts.
hier lang? Interessant, wo müssen wir jetzt ran? Oder müssen wir jetzt unsere... Ne, wir müssen unsere Wagen jetzt umräumen. Gar nicht die Containerwagen da hinten, sondern wir müssen unsere Wagen jetzt rumräumen. Okay, auch interessant. Dass wir die jetzt auf die einzelnen Züge aufteilen müssen, das kann auch sein. Auch schön. Oder wir müssen die... Ich weiß nicht, was wir jetzt alles hier noch machen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen, so mindestens so 2-3 Stunden hier angange. Das heißt für euch so 4 bis 6 Folgen ungefähr. Werden wir jetzt erstmal hier was machen, glaube ich. So. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Platz, ne? Ja, noch deutlich. Aber ich wollte lieber ein bisschen früher bremsen, als wieder da rein zu donnern. Lieber dann nochmal 2-mal ansetzen. So. Und das war wieder ein bisschen doll. Ja. Nicht so viel beschleunigen immer. Ich weiß, vom Außen ist eigentlich ein bisschen cheaten. Ich sollte das lieber von innen machen. So. Geht es jetzt oder hänge ich wieder zu weit? Weg. Nee. Haben die sich gerade automatisch angekuppelt oder habe ich gerade die Taste aus Versehen gedrückt? Die haben sich gerade angekuppelt. Okay, dann haben sie sich angekuppelt. War ich das? Ich glaube, das war ich nicht. Also, glaube ich. Hab ich nicht gemerkt. Vielleicht auf Versehen auf die Taste schon drauf gedrückt. Naja, gut. Okay. Solange sie angekuppelt sind, dann ist gut. Dann. Ach nee, ich war auf der anderen Seite beschäftigt, wollte ich gerade sagen. Jetzt alles ausgeschaltet? Nee. So aus. Wir wechseln auf die Seite. Und schalten auf vorwärts. Und dann geht's wieder raus. Ach ja, die müssen wir noch lösen natürlich. Hier auch. Dann geht's wieder raus. Ziehen die Wagen jetzt wieder vor und verteilen die, glaube ich, gleich dann auf oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir haben Ersatzsignal. So. 400 Meter. Und dann drücken wir den Rückwärtser wieder rein. Ich habe da jetzt auch keine Lust. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht den Führerstand verwechseln oder das Fahrpult verwechseln. Ich werde jetzt einfach hier rausfahren. Der Vorteil ist an dem Wagen, man sieht ja auch ganz gut nach hinten. Die verdecken ja einen überhaupt nicht die Sicht. Wenn die leer sind, vor allen Dingen. Also, wenn sie voll sind, natürlich nicht, aber wenn sie leer sind, kann man ja alles super sehen. Ein Stückchen weiter nach vorne als gerade. Wir müssen jetzt auch nicht mehr mit der hydrodynamischen Bremse bremsen, sondern wieder mit der Lokbremse, weil das ein bisschen besser funktioniert. Leider hier kein Verkehr. Ich würde jetzt gerne hier einen Zug lang rauschen haben. Naja. So, und wenn wir da stehen, gleich fertig, dann würde ich sagen, beenden wir auch schon wieder diese Folge. Und dann wird in der nächsten Folge dann weiter rangiert. So, ein Stückchen vor noch. Es geht natürlich ganz schön bergauf hier, deswegen. Kommt da was? Ja, da kommt was. Sehr schön. Ein weiterer Regionalexpress auf dem Weg Richtung Hagen.
dann die Bremse anziehen. Und dann würde ich sagen, ah, komm, Zug, warum wolltest du denn anlegen? Warum habe ich eigentlich wieder hydrodynamisch in die Bremse? Keine Ahnung. Zug? Irgendwie wollte er gerade nicht runterbremsen. Okay, jetzt habe ich nur noch Bremsen runtergebremst. Wenn er nicht will, dann so. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter hier am Container-Terminal rangieren. Macht's gut. Tschüss.